Kompass und Kompendium, Archäoastronomie, Knauten der Wikinger. Ja, wer hat denn da mal wieder seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht? Manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere heutige Forschung den Wald vor Bäumen nicht sieht. Da erscheinen Schlagzeilen wie Forscher rekonstruieren bislang unbekanntes Navigationsinstrument der Wikinger. Schon beim ersten Blick auf dieses Artefakt und die Artikel der Medien entwich meinem Körper ein lautes Lachen. Doch eigentlich ist es sehr, sehr traurig. Die Wikingerscheibe von Unatok aus Grönland. Im Jahre 1948 fand der dänische Archäologe C.L. Webeck bei Ausgrabungen in der Ruine eines mittelalterlichen Nonnenklosters in Südgrönland ein Holzobjekt, welches offensichtlich die Hälfte einer ehemals runden Scheibe darstellt. Diese Scheibe weist am Rande ein Zahnmuster auf, das ihr bereits äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit der Windrose eines Kompass verleiht. Soweit, so gut. Nun behaupten Forscher wieder circa Unglaubliches. Ich habe das im Artikel dann verlinkt, was postuliert wird. Das ist wichtig, dass ihr das selbst lest, um den Unterschied erkennen zu können. Und dort habe ich auch eine Erklärung, die schlüssig erscheint, wenn man die Scheibe wie eine Sonnenuhr benutzt, also wenn die Scheibe in der Mitte einen Stab oder einen Kegel besitzt, wie es in der Rekonstruktion eines Wikinger-Kompass, Sonnenkompasses vom Museum in Visby gezeigt wird. So, hier nun die Rekonstruktion. Und nun zu meinen Ergebnissen. Wenn man aber weiß, dass die Wikinger über einen Sonnensteinkompass verfügten, der mittels eines Islandspates funktionierte, und wenn man aber weiß, dass schon Archimedes einen Brennspiegel verwendete, und wenn man aber weiß, dass die Wikinger die wohl größten Seefahrer auf Mutter Erde waren, dann sollte man doch in Betracht ziehen, dass es noch andere Möglichkeiten der Wissensverbreitung gab und ebenso der vielfältigen Nutzung eines solchen Artefaktes. Im Artikel Lichtkompass Orientierungssinn wie ein Tintenfisch, Navigation durch polarisiertes Oberlicht und im Artikel Bauplan Sonnenstein oder beziehungsweise Lichtkompass findet ihr weitere Informationen zum Thema und ebenfalls einen Bauplan, um euch einen eigenen Kompass zu bauen. Darüber hinaus weiß man auch, dass Spat, sei es Feldspat oder Islandspat, ein Kristall ist oder ein sogenannter Halbedelstein. So, wenn man das nun alles weiß und davon ist auszugehen, da diese Forscher ja immerhin einen Doktortitel besitzen, sollte man meinen. Also wenn man das nun alles weiß, was zum Wikingergeier hält einen davon ab, in die Mitte der Scheibe eine Kristallkugel oder eine runde polierte Kristallscheibe einzusetzen. Zumal in Gold und Kupfer, Silber und Bronze eingefasste Kristallkugeln aus dieser Zeit gefunden wurden. Aber das wird dann auf irgendeinen religiösen Schnickschnack zurückgeführt. Failed. Zumal, wenn man weiß, dass alle Lichtprisma, also sogenannte Polarisationen von Licht, nun mal eben rund erscheinen. Darüber hinaus finden sich eben solche Artefakte wie diese Wikingerschilder, die an Kalendarien bzw. an sogenannte Kompass und Kompendien erinnern. Drehe einen solchen Schild auf die Rückseite und lege in die Vertiefung in der Mitte einen Kristall oder benutze die Falz in der Vorderseite oder trainiere deine Augen, das Prisma auch durch die andere Farbe der Schilde zu erkennen und du weißt, wo Nord und Süd zu finden sind. Und hat man eine Weile das Erkennen von Prismen trainiert, ist man in der Lage, an der Veränderung der Prismen das Wetter und andere Umwelteinflüsse zu sehen und vorherzusagen. Denn jede noch so kleine Wetteränderung ändert auch die Luftschichten, Hoch- und Tiefdruckgebiete, na, ist ja bekannt, und dies ist dann schon im Vorfeld an der Änderung des Prismas zu erkennen. Darüber hinaus riecht man auch, was für ein Wetter kommt. Auf diese Art und Weise kann man zuverlässig schwere Stürme auf hoher See umschiffen. Gut ausgebildete Nauten lernen noch heute die Zeichen der Natur zu lesen. So, nach dem ganzen Wissen, das ich euch nun um die Ohren geknallt habe, spekuliere ich mal. Vielleicht hat der sogenannte
allseits bekannte und berühmte Reichsapfel, daher seine Herkunft. Denn merke, Wissen ist Macht.